Yennefer's suspicions proved true. Ciri had appeared in Skellige. She'd arrived from another world together with a masked mage. She and the mage had fought the Wild Hunt before fleeing through portals that carried them to Velen. There, one trail ended, another began. A good time later, the Wild Hunt had reappeared on Hindersfjall, meaning Ciri, too, might have returned to Skellige. Moinsen, Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Rotpost Gaming. Ich bin Gerald von Riva und ich bin verwirrt. Wir haben doch das letzte Mal gespeichert hier vorne an dem Weg, als ich aufgesessen war. Jetzt stehen wir irgendwie wieder hier und I have no fucking clue. Ja, jedenfalls. Ich schicke mein Schwertchen weg. Ich bin mir echt sicher, dass ich gespeichert habe, Leute, ne? Heißt es aber auch, dass wir das Lager hier noch nicht durchsucht haben? Ich meine, Calcium Ecom und so, das können wir uns ja nicht entgehen lassen. Ja, irgendwie, keine Ahnung, was da los ist. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich gespeichert hatte beim letzten Mal. Aber na gut, so groß war der Zeitverlust jetzt nicht, ehrlich gesagt. Da hinten sind die Ertrunkenen und so. Ja, und wir reiten jetzt hier hoch. Wir setzen uns eine Markierung, eine wunderbare. Direkt hier hin. Und dann zum Mäussack und so, ne? Also der Plan steht noch. So, jetzt nur vorsichtshalber. Ich speichere nochmal. Was gibt's hier? Walknochen. Ja, da ist der Wal aber ganz schön weit aus dem Meer rausgesprungen, um hier zu sterben. Oder der Meeresspiegel war hier früher deutlich höher. Beides halte ich für gleich wahrscheinlich. So, hier reiten wir einfach schon ein bisschen durch die Gegend. Und hier geht es ganz schön steil bergan. Und ich dachte, ich hätte gerade einen Ort der Macht gehört. Oha. You must pass your knowledge on. I'm no trout that must get to its spawning ground. I shall do what I please. Now leave me be. Aha. Hier sind wir also beim Praktikum in fortgeschrittener Alchemie. Zufällig sind wir hier quasi, ne? Na, wo ist denn? Ja, ich würde sagen, wenn wir schon mal hier sind, dann machen wir das, ne? Praktikum in fortgeschrittener Alchemie. Auf seinen Reisen erfuhr Geralt auch von einem Mittelmeister-Alchemisten namens Gremist. Angeblich kannte dieser Druide sich besser mit Alchemie aus als die meisten Männer mit den Konturen ihres eigenen Schwanzes. Geralt, der nichts gegen eine Auffrischung seiner Kenntnisse hatte, beschloss, den Gelehrten aufzusuchen und etwas von seinem Wissen zu absorbieren. Was war das gerade für ein Bildstörungsfehler? Habt ihr den auch gesehen? So, Gremist, mein Guter. Hyssop pollen. Oh, no, no. Not hyssop. Gridless, yes, gridless. Or hembane. Two pinches. Okay. Want to talk to you. But I do not wish to speak. Leave. You distress me. Okay. Du scheinst nett zu sein. Mhm. You seem a nice enough guy. Well, I'm not. I plan never to be. I became a druid to avoid others. To not have to deal with them. Not to smile when I don't wish to feign compassion when someone's travails matter less to me than a pair of birch cones. So I shall be straight. Get out of my sight before something I know not what deprives you of yours. Er hat so einen schönen moosgrünen Bart. I want you to share your knowledge. Teach me alchemy. You? My apprentice? That's rich. While you're at it, why did you ask Uderic if he'll share Spikarog with you? Good idea. Serious. Is that so?
Don't make me laugh. I've devoted my life to alchemy. Son, literally. Spent countless days and nights with nothing but alembics, choking on fumes, scorching my skin with acids. If you think I'll simply betray to you what I learned through years of sacrifice and toil, then you're mistaken. Deeply. Ja, ich verspreche dir, ein guter Schüler zu sein. Das ist natürlich ganz cool. Kann ich dich irgendwie überzeugen? Can I convince you somehow? Oh, gods. You're as bothersome as a gadfly before a storm. Though I am preparing to perform a rather tricky ritual. So I could use some help. Even yours. I require three favors. Do them for me. And I shall accept you as my apprentice. Well, well, there's a way after all. Get off your high horse and listen. First, you must bring me a pimpernel from the Muskogan forest. Second, I need a bottle of spirit from the old distillery on Hale Hill. Finally, convince Frithjof to help me perform the rite. He's a druid like I am. You'll find him near Blandara. I believe he's there on a matter of some import. So, what will it be? Ja, wir fragen ihn erstmal ein bisschen aus. Ein paar Löcher im Bauch fragen wir ihn. Plötze, supergeile Gesichtsmaske da hinten. Und dann, weiß nicht, die Quest werden wir so nebenbei erledigen, vermute ich. A Pimpernel. Far as I know, it's got no use in alchemy apart from... Would you teach your grandmother to suck eggs? It's not any Pimpernel, but the one that grows in the Muskogan forest. And if the rumors are true, a creature jealously guards all the herbs growing there. Forest creature jealously guarding some secrets? Sounds familiar. Spirit, why do you need that? As you must know, potential apprentice. Alcohol is the base for all potions. Yes. Superior alcohol means a higher quality potion. This spirit has no equal. Its strength, its flavor. Unfortunately, the distillery atop Hale Hill has fallen into disrepair. We've lacked a source ever since. But you'll manage somehow, won't you? You're so confident. This Frithjof, who is he? The Vedamaker, huh? You don't know the word, do you? And I pledge to make you my apprentice. A Vedamaker is a druid who can manipulate the weather, stop a storm, cause hail, make lightning turn your enemy to ash. I advise to address him with the utmost respect. If you value your life. Okay, klar. Machen wir. All right, I'll do it. But this ritual you want to perform, what's that about? If you wish to be my apprentice, you must stop asking questions. Was? I decide what to tell you and when to do it. Now go, chop chop, before I change my mind. Ein netter Mensch. Wir können uns ja mal gerade umschauen auf der Karte, wo wir da hin müssen. So, also hier, ne, da ist Frithjof wahrscheinlich. Hier ist die Kreatur. Und was ist das für eine Grotte? Waren wir da schon? Da waren wir noch nicht. Und hier ist, da müssen wir mal hin zu dieser Grotte irgendwann. Vielleicht nachdem wir mit dem Druiden gequatscht haben. Ich meine, dann reiten wir sowieso hier so ein bisschen in diese Richtung zurück, ne, und dann können wir das hier alles irgendwie so ein bisschen mitnehmen, weil wir dann das Praktikum in fortgeschrittener Alchemie, denke ich, machen werden. Vielleicht können wir da auch hier die Schatzsuche, da müssen wir ja nach hier unten erledigen. Wir müssen mal gucken. Wir haben hier noch so viel zu tun und eine Quest hört sich hier cooler an als die nächste. Ja, also, ne, wisst ihr Bescheid, Leute.
So sieht's da aus. So, aber wir machen erstmal das hier. Ja, sehr gut. Remmest du. Ja, heute doch noch ein schöner Tag geworden. Heute Morgen sah es ja gar nicht so aus. Aber jetzt so gegen Mittag kommt die Faster. Sonne raus, der Wind hat sich gelegt und alles ist wunderbar hier. So, hier gibt es einen Abzweig. Zu einem Druidenbaum. Ach so, da oben ist wahrscheinlich unser guter Kumpel Moissac. Und wir reiten hier so ein bisschen durch den Wald. Oh, springt da ein Eichhörnchen. Irgendwas kleines Süßes springt da. Und da sind Wölfe. Slow now. Whoa. Weiße Wölfe. Unser Artzeichen ist ganz schön mächtig geworden. Wolfsleber und Hundeteig. Wolfsleber bringt auch eine Menge Energie zurück. Wie wir wissen. Ach, die haben hier ein Hirschlein erlegt. Und wir haben die hier beim Fressen gestört. Und einen Hasen auch. Die machen hier das ganze Ökosystem kaputt, wenn die so viel fressen. Ja, da hat der weiße Wolf den weißen Wölfen das Fell ordentlich über die Ohren gezogen. Aber zum Glück war es nicht andersrum. Was wächst denn hier? Ein bisschen Schöllkraut, Brenntraube. Nichts, was wir wirklich brauchen. Ja, das war ein letzte easy, sind tot. Ja, und der Wald hier bei dem Wetter ist super schön. Haben wir eigentlich eine gute Aussicht so übers Meer und so bei dem Wetter? Die Berge, ne, da draußen ist wolkig. So ein bisschen kann man da am Horizont Inseln sehen und da hinten noch so ein bisschen erahnen irgendwo. Cool. Gefällt mir sehr gut. Ich glaube, ich erwähnte das schon mal. Let's go. Not so fast, Roach. Hier ist ein Bär oder sowas, ne? Oder ein Troll. Oh, der bewacht, glaube ich, den Punkt, zu dem wir wollen. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Wir werden es in Kürze herausfinden. Auf jeden Fall werden wir Quen brauchen. Und wir brauchen bestimmt auch Konstruktöl, würde ich vermuten. Ja, wir gucken mal. Bienenphantom, Feuer, Golems. Ja, ich vermute, wir brauchen Konstruktöl. Da haben wir bestimmt irgendwas. Ist den Öl, Konstruktöl. Überlegenes sogar. Na herrlich. So, und dann spazieren wir da einfach mal rein. Ein Erdgin. Mal sehen, ob wir mit dem fertig werden. Boah. Alter, was hat der denn für eine geile Attacke? Der kann so. Steine aus dem Boden kommen lassen, oder was? Machen wir dem überhaupt Schaden? Ich bin gerade voll nicht sicher. Boah, der kann tatsächlich so Steine
rauskommen lassen aus dem Boden. Ultra nice. Ja, so richtig viel Schaden machen wir dem Typen aber nicht. Oh Gott. Da hat er uns einmal erwischt, als unser Quen gerade deaktiviert war. Und sofort sind wir da quasi tot. Dieser Zeitgenosse auf jeden Fall. Der macht nämlich eine ganze Menge Schaden. Und wir haben unser Adrenalin voll aufgeladen. Und trotzdem tun wir dem kaum weh. Er verpasst uns hier regelmäßig eine und... Und das tut ganz schön weh, wenn er uns eine verpasst, wie wir festgestellt haben. Oh, okay. Er hat uns hier in so einen Steinring irgendwie eingesperrt gerade. Aus dem wir nicht so ernsthaft kommen können. Das ist zwar nur eine Illusion, aber... Es macht trotzdem dann schon Aua. Ja. Okay, da... Der Steinring schon wieder nach, zum Glück. Unangenehm. Ja, und den Typen zu besiegen, das dauert ewig. Ja, also dank Quen kann der uns hier nicht so richtig gefährlich werden, zum Glück. Trotzdem dauert es ewig, ehe wir ihn hier irgendwie ach, da hat er uns trotzdem noch erwischt, okay. Thank you.
nicht das schon wieder? Hier ist ein ganz ungünstiger Ort, um zu stehen. So, und ich guck gerade mal nach, ob wir eine Dimeritium-Bombe Nordwind. Wir haben keine mehr. Ach, shit. Ja, da eben Armbrust. Ha, nimm das. Macht einen guten Schaden. Zu weit. Ja, Leute, das wird heute eine Folge mit Überlänge, wenn es hier so weitergeht. Ach, da hat er uns wieder erwischt. Shit. Ach, dammit. Er hat das schon wieder getan. Sind da schon wieder erwischt. Habe ich gar nicht mitbekommen, wie er uns den Quen weggefetzt hatte. Er ist auch schon halb tot. Wie gesagt, dauert jetzt vielleicht ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, ob Dimeritium-Bomben oder sowas die Sache einfacher machen würden. Es steht aber zu vermuten. Jedenfalls steckt der Typ unseren Schaden locker weg. Au. Ja, und das Problem bei solch langgezogenen Kämpfen ist halt immer, irgendwann lässt die Konzentration nach. Ja, sie. Und da macht man Fehler. Und das ist gut. Leute, unternehmt was. Oh ja, das hätte schon wieder beinahe gewesen sein können. Oh, oh, ouch. Betäubt. Scheiße, und wir hängen hier in so einer Spalte fest.
Right, hast du einen Quen noch erwischt. Oh, der Typ, der... Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Der will einfach nicht sterben. Wahrscheinlich ist er auch vollkommen immun gegen Bluten und alles. Und wir kriegen auch super selten kritische Treffer hin. Das heißt, er scheint da auch irgendwie eine Resistenz zu haben. Ja, wenn man sich anguckt, halt gegen die Harpien oder gegen die Wölfe, da reißen wir jetzt mit unserer Skillung eigentlich am laufenden Band kritische Treffer. Hier ist das Ganze ein bisschen schwieriger. Das schon wieder. Ich hasse es einfach, naja, das ist gut. Okay, unser Schutz scheint zu halten. Moment. Doppelschlag, okay. Vielleicht reicht doch bitte aus. Ne? So, bald haben wir ihn. Da bin ich nicht rechtzeitig weggekommen. Oh, 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 oh. Nicht betäubt sein. Oh, zum Glück setzt er nicht so schnell nach. Los, ne? Ja, unser Schwert müsste auch mal dringend repariert werden. Das nutzt sich hier an diesen Steintypen ganz schön. Trotzdem noch erwischt. Mann, jetzt stirbt doch endlich einfach. Guck mal hier. Babs. Ha, kritischer Treffer mit der Armbrust. Wieder sein berühmter Doppelschlag.
Autsch. Ich meine, jetzt wäre gerade voll der gute Zeitpunkt dafür. Mir geht nämlich langsam die Puste aus. Wie gesagt, unser Schwert ist auch schon so ein bisschen kaputt. Er lebt immer noch. Oh Mann, das kann doch nicht sein. Der hat noch gar keinen Lebensbalken mehr. Und schon geht rein. Machen wir überhaupt noch Schaden? Au. Oh Gott. Ja, wir haben keine Regenerationstränke mehr, gar nichts. Deswegen gut, dass er da so rumguckt gerade und nichts macht. Okay, wir machen noch Schaden. Sehr gut. Lebt immer noch, der hat nur Lebensbalken und lebt hier einfach. Ich glaube, wir haben ihn. Eine Monsterklaue, durchdrungene Scherbe, eine kleine Quengelhülfe und eine Djinn-Essenz. Und außerdem alles, was in dieser Truhe ist, ein kleiner Tschernobok-Grundstein. Okay, eine große Achselhülfe, ja geht, Mondscherben, Diamantstaub. Freischärlerstiefel und eine Pionierhose. Und hier hat es gerade mein Medaillon vibriert. Ja, warum auch immer. Tja, Leute, also. Das war mein Kampf, würde ich sagen. Hammermäßig. Wir müssen erstmal dringend unser Schwert reparieren. Die Rüstung ist noch bei 90% und drüber, das ist okay. Aber unser Silberschwert ist nur noch bei 43%. Das macht 57 Punkte weniger Schaden. Das ist ungefähr ein Sechstel, ein Fünftel. Beinahe schon 20% knapp. Da brauchen wir erstmal ein... Bei wie viel sind wir bei 43%, ne? Das ist Rüstung, Waffen, macht nur 15% hier. 40%. Wie viel macht das? 15? Da könnten wir quasi... Ja, weiß ich nicht. Das macht 90. 90? Hammermäßig. Das macht 40. Ja, da machen wir einen 40er drauf und einen 15er. Was? Ach, das ist Rüstung. So, einmal reparieren, dann sind wir jetzt bei 83. Und dann knallen wir ja noch so ein kleines drauf und dann sind wir bei 98 und dann... Achso. Ja?
Doch, Waffenreparaturset. Stimmt doch. Wo ist das Problem? Warum kann ich hier nicht reparieren damit? Ist unser Schwert zu gut dafür oder warum? Hm. Merkwürdig. Ich weiß es nicht, Leute. Ich kann es nicht sagen. Oh, puh. Auf jeden Fall war das gerade ganz schön krass irgendwie. So, ich mache mal Nekrophagenöl drauf. Ja, Jungs und Mädels, das war's für heute. Heftige Scheiße. Ja, wir reiten dann den Weg hier ein bisschen zurück, ne? Ihr seht es ja. Oder wir reiten den Weg hier so ein bisschen nach vorne weiter und nehmen dann diesen Weg hier einfach. Ich vermute, es ist ein Weg. Und kommen dann auch zu dieser großen Eiche. Ja, ich denke, das machen wir, ne? Ich setze mal hier so einen Wegpunkt drauf irgendwie. Ja, danke fürs Zuschauen, Jungs und Mädels. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut und bis dann. Habt einen wunderschönen Tag. Ciao.